Ich habe ganz allein über 70 Kilogramm schwere Bordsteine verlegt. Kein Problem, sind ja nur knappe 5 Meter. Das mache ich mal eben schnell, dachte ich mir noch. Stellt sich raus, dass meine Vorstellung von mal eben schnell nichts mit der Wirklichkeit zu tun hatte. An der Grundstücksgrenze zu unseren Nachbarn tobte schon seit geraumer Zeit ein Krieg. Wilde Horden von Giersch haben große Teile des nachbarschaftlichen Grundstücks bereits für sich erobert und bewuchert. In wilder Ekstase schmeißen sich die kleinen nackten Pflanzenleiber unermüdlich gegen unsere Grundstücksgrenze. Besessen vom Drang nach Expansion und mehr Lebensraum. Als meine Frau dann letztens beim Gärtnern alte, vergrabene, 10 cm dicke Bordsteine im Boden fand, wertete ich das als Zeichen von oben, um endlich Nägel mit Köpfen zu machen. Diese schönen, schweren Bordsteine würden mein Bollwerk gegen den Giersch werden. Um eine Art Wurzelsperre gegen seine kleinen, gierigen Wurzelchen zu schaffen, entschied ich mich für einen besonders tiefen Bodenaufbau. 30 cm Schotter als Frostschutzschicht, darauf 10 cm Beton und dann der Bordstein. Also musste ich erstmal 70 cm tief ausschachten. Mit dem Anhänger habe ich mir dann eine Menge Schotter besorgt. Den wollte ich dann nach und nach lagenweise verdichten, so alle 5 bis 10 cm. Endlich weiß ich, wie es sich anfühlt, richtig Schotter zu haben. Anstrengend. Ich hatte mir eine Schnur in der Höhe gespannt, an der später die Oberkante der Bordsteine sein würde. Dann habe ich zwischendurch immer mit dem Zollstock die Höhe kontrolliert. Damit es besser flutscht, bin ich zwischen den Lagen immer wieder mit dem Wasserschlauch drüber gegangen. Dadurch lässt sich das Material stärker verdichten. Das ist umso wichtiger, wenn man, wie ich, mit dem Handstampfer arbeitet. Leider hatte ich die Rechnung ohne den Wirt gemacht. 2 Schubkarren vor Schluss hat nämlich der Handstampfer versagt. Schon während der Arbeiten war mir eine gewisse Stauchung des Rohres aufgefallen. Zeit für eine kleine Notreparatur. Dieses 60x40 Rechteckrohr mit 3 mm Wandstärke lag zufällig noch bei mir rum. Ich bin immer wieder erstaunt, wie leicht meine kleine Akku-Handkreissäge hier durch zentimeterdickes Metall schneidet. Der Schotter war jetzt verdichtet. Zeit, ein paar Schnüre aufzuspannen. Zuerst habe ich 2 Schnurnägel entlang meiner Grundstücksgrenze eingeschlagen. Ich war hier ein bisschen pingelig und habe mit der Wasserwaage kontrolliert, damit ich mit den Randsteinen auch sicher auf meinem Grundstück bleibe. Die Schnur, hier im Bild, hatte ich dann zunächst provisorisch gespannt, um die Grundstücksgrenze zu ermitteln. Die waren etwa 20 Meter an einem Mauerpfeiler befestigt, der genau auf der Grenze steht. Jetzt konnte ich mit Hilfe meiner Wasserwaage die Einschlagstelle für den zweiten Schnurnagel bestimmen. Um die eigentliche Schnur zu spannen, die nachher die Oberkante der Bordsteine markiert, verwende ich 2 Knoten. Hier ist der erste davon zu sehen, der Mastwurf. Auf beide Knoten werde ich gleich noch detaillierter eingehen, denn ihre Verwendung bietet hier einige sehr große Vorteile. Nachdem ich mit dem Mastwurf den Beginn des Spannseils fixiert habe, knüpfe ich auf der anderen Seite den einfachen Spannknoten. Doppelt gewickelt wäre es der doppelte Spannknoten. Mit dem Spannknoten lässt sich das Seil sehr leicht lösen und wieder neu spannen, sodass man mittels einer Wasserwaage leicht die richtige Höhe einstellen kann.
Der Mastwurf lässt sich leicht knüpfen, indem man die Schnur zwischen beiden Händen hält und zuerst von rechts auf links eine Schlaufe bildet und rechts von der ersten genauso noch eine zweite. Anschließend schiebt man die rechte Schlaufe unter die linke. Der Mastwurf zieht sich auf Zug von selbst zu und lässt sich dennoch leicht wieder öffnen. Wenn der Knoten auf die andere Seite des Schnurnagels soll, muss er auf den Kopf gedreht werden. Einfach nur um den Schnurnagel gedreht, würde er ansonsten in die falsche Richtung zeigen und sich auf Zug möglicherweise verstellen. Hier noch eine etwas schnellere Variante. Und hier zum Vergleich ein einfacher doppelter Knoten. Wie man sieht, sitzt er sehr lose und rutscht auf Zug immer in die Mitte des Schnurnagels. Der Spannknoten darunter und der Mastwurf genauso bleiben auf der Seite des Schnurnagels, auf die man sie ausrichtet. Ich habe gern die Kontrolle über meine Spannschnüre und möchte, dass die Knoten fix dort sind, wo ich sie haben möchte. Wenn Knoten verrutschen, kommt es zu Abweichungen. Hier im Bild drehe ich zur Veranschaulichung den Knoten auf die andere Seite des Schnurnagels. Meine verwendeten Schnurnägel sind vorne angespitzt, glatt, 18 mm dick und 1 Meter lang. Die Spannschnur lässt sich dadurch sehr leicht einstellen. Billige Alternativen wie Armierungseisen hier zu sehen oder auch Holzblöcke sind meiner Ansicht nach schlecht geeignet. Selbst nachdem ich den Knoten fest angezogen habe, kann ich entlang des Schnurnagels noch leicht die Höhe anpassen. Den Spannknoten knüpfe ich, indem ich die Schnur ein- oder zweimal um den Schnurnagel wickle und danach die Schnur über die so entstandene Einfach- bzw. Doppelschlaufe herüberlege. Indem ich die ankommende Seite der Schnur schiebe und die fortlaufende ziehe, kann ich jetzt die Schnur spannen. Für Ecken schlage ich die Schnurnägel außerhalb der geplanten Eckstelle ein und lasse die Schnur zwischen den Nägeln nur locker durchhängen. So kann ich nachträglich leicht nachspannen und Anpassungen vornehmen. Mit dieser Methode kann ich problemlos die Spannknoten öffnen und verschieben und die Schnur neu spannen. Um den rechten Winkel zu bestimmen, lege ich hier provisorisch einen Zimmermannswinkel an. In der Praxis würde ich mittels Satz des Pythagoras bzw. der 3-4-5-Methode vorgehen. Das ist erheblich genauer. Darauf gehe ich aber detailliert in einem anderen Video ein. Im Kreuzungspunkt sollen sich die Schnüre nur leicht berühren, ohne sich gegenseitig zu beeinflussen. Da eine Schnur jetzt über der anderen liegt, würde ich im weiteren Verlauf der Arbeiten die Randsteine entsprechend um die Schnurdicke tiefer positionieren. Zum waagerechten Ausrichten der Spannschnüre verwende ich eine Schnurwasserwaage. Sie hat auf der Libelle 4 anstatt 2 Markierungsstriche. Mit den äußeren Strichen lässt sich ein 2%iges Gefälle einstellen. Die Dinger gehen aufgrund ihrer Größe gern mal verloren. Deshalb sieht man mich während der Verlegung der alten Bordsteine mit der langen Wasserwaage hantieren. Ich fixiere eine Seite der Wasserwaage, indem ich sie mit leichtem Druck gegen das Schnureisen direkt unterhalb der Schnur halte. Dadurch kann ich mich auf die andere Seite der Wasserwaage konzentrieren und sie so lange anheben, bis sie ganz leicht die Schnur berührt und so die Libelle ablesen. Zum einfacheren Einstellen hatte ich den Spannknoten auf dieser Seite nur einfach gewickelt. Um die Schnur zu sichern, damit später nichts mehr verrutschen kann, führe ich das abgehende Schnurstück unter das ankommende Schnurstück hindurch. Dadurch wird aus einer einfachen eine doppelte Wicklung, ohne dass ich den Knoten öffnen muss. Bevor es im nächsten Schritt ans Betonieren ging, habe ich die Schotterfläche nochmal ordentlich gewässert, damit der trockene Schotter dem nur erdfeuchten Beton nicht das ganze Wasser entzieht. Das gleiche mit den Bordsteinen. Da ich diesen Sommer noch einige andere Sachen betonieren möchte, hatte ich mir eine größere Menge Betonkies 032 besorgt. Damit sich die Sauerei auf dem Kopfsteinpflaster an Grenzen hält, benutze ich als Unterlage LKW-Planen. Die gelbe habe ich jetzt schon über 7 Jahre im Einsatz. Sind ganz schön robust, die Dinger. Die LKW-Plane lässt sich nach der Arbeit sehr leicht reinigen und ich kann damit noch den Kieshaufen abdecken, damit er nicht vollregnet. Zum Betonieren verwende ich Portland-Zement in einer relativ mageren Mischung von 200 kg pro Kubikmeter Beton. Das entspricht in Schaufeln einem Zement-Kies-Verhältnis von einer Schaufel Zement auf 6 Schaufeln Kies. Ich habe tatsächlich gewogen und gerechnet. Da die Bordsteine nur einer sehr geringen statischen Belastung ausgesetzt sein werden, reicht mir das. Hier in einem anderen Video detaillierter auf das Betonieren, verschiedene Rezepte, Festigkeitsklassen und so weiter ein. Um das an dieser Stelle nicht unnötig zu komplizieren, sei festgestellt, dass ich mir erdfeuchten Magerbeton angemischt habe. Den Beton habe ich gleichmäßig mit der Schaufel verteilt. Von mir angepeilt war eine Dicke der Betonschicht von ca. 10 cm. Der Randstein sollte 1 bis 2 cm überstehen.
Nach kontrollierter Gewaltausübung mittels Gummihammer würde ich danach noch die Betonschürze glätten und fertig. Für den Transport der 70 Kilogramm schweren Bordsteine kam die Skarabäuszange zum Einsatz. Sie wurde im Jahr 4072 vor Christus vom ägyptischen Pharao Phimose dem Schönen erfunden. Während einer Pilgerreise in der Wüste Gobi, während der er die Erleuchtung suchte, beobachtete er Mistkäfer dabei, wie sie scheinbar spielend riesengroße Mistkugeln mit ihren Hinterbeinen umherbewegten. Daraus entwickelt er dann die Skarabäuszange. Der Rest ist Geschichte, genauso wie die Pyramiden, zu deren Bau er mit seiner Erfindung entscheidend beitrug. Ich hatte im Vorfeld schon eine Aussparung für den Grenzstein in den Rheinstein geschnitten. Dummerweise hatte ich mich dabei vermessen oder so, sodass ich hier nochmals mit dem Trennschleifer und dem Hammer ran musste. Je weiter die Schnurnägel voneinander entfernt stehen, desto stärker hängt die Spannschnur in der Mitte durch. Um das Absacken zu minimieren, benutze ich Schnüre aus Polypropylen. Polypropylenschnüre hängen weniger durch, da sie im Vergleich zu gleichartigen Polyester- oder Nylonschnüren weniger wiegen. Sie verändern ihre Eigenschaften auch bei Nässe nicht und sie nehmen kein Wasser auf und hängen dadurch auch nach einem Regen weniger durch als eine mit Wasser vollgesogene Schnur. Beim Festklopfen versuche ich vorrangig, diesen mittleren Bereich des Bordsteins zu treffen und nur gelegentlich die äußeren Kanten. Ein Hin und Her auf den Enden des Bordsteins kann dazu führen, dass in der Mitte ein Bauch entsteht, auf dem der Bordstein dann hin und her wippt. Gummihämmer gibt es in unterschiedlichen Gewichtsklassen und Ausführungen. Mit dem leichteren von beiden wäre ich hier bei den schweren Bordsteinen nicht sehr weit gekommen. Während der große mit seinen 1,5 Kilogramm Lebendgewicht nicht eben für feinfühlige Arbeiten geeignet ist. Gut, dass ich zwei habe. Nachdem der Bordstein im Lot war, glättete ich die Betonschürze auf meiner Grundstückseite und entfernte auf der anderen Seite den Beton, damit er den Nachbarn nicht stört. Und dann ging es weiter mit der Vorbereitung für den nächsten Rheinstein. Ich lasse zwischen den Rheinsteinen immer ein paar Millimeter Platz. Würden sich die Bordsteine oben berühren, könnte es zu Abplatzungen kommen, wenn ich die Steine herunterklopfe. Erst nachdem der Stein grob auf Höhe liegt, schiebe ich die Steine zusammen, wie hier zu sehen. Im Abstand von 1,80 bis 2 Meter ließ ich einen Bereich frei. Hier soll später das Fundament für den geplanten Zaun hin. Die in diesem Video von mir verlegten Rheinsteine liegen im Garten und grenzen beidseitig ans Erdreich.
Bei Randsteinen, die als Pflasterbegrenzung dienen sollen, würde ich aber etwas anders vorgehen. In Richtung der Pflasterfläche würde ich die Betonschürze kleiner gestalten oder ganz entfernen, je nach Höhe der Schotterschicht. In der Regel wird bei Pflasterflächen, die auch mit dem PKW befahren werden, ein Aufbau empfohlen, der aus mindestens 30 bis 40 cm Schotter als Tragschicht besteht, gefolgt von einer 5 cm starken Bettungsschicht aus Sand oder Pflastersplitt und Pflastersteinen mit einer Mindestdicke von 8 cm. Dabei wird mit einem Überstand für das Pflaster in Höhe von 1 bis 1,5 cm geplant, damit genug Platz für das Verdichten bzw. Abrütteln auf die endgültige Höhe bleibt. Die richtige Tiefe für das Ausschachten ermittle ich also in diesem Fall mit folgender Addition. 8 cm Pflasterdicke minus 1 cm Überstand, also 7 cm, plus 5 cm Bettung plus 30 bis 40 cm Tragschicht ergibt eine Tiefe von 42 bis 52 cm. Die Randsteinhöhe richtet sich dann nach der ermittelten Tiefe. Über das erforderliche Gefälle würde ich mir im Vorfeld gründlich Gedanken machen, damit es nachher beim Pflastern nicht zu unschönen Erlebnissen kommt. Hier zum Beispiel beim Pflastern direkt vor meiner Haustür vor einigen Jahren musste ich ein Gefälle von der Eingangstreppe weg in Richtung der Randsteine herstellen und zusätzlich ein Gefälle Richtung Straße. Von der Straße kommend musste also das Gefälle niedrig genug ausfallen, damit von der Treppe in Richtung Randstein noch genug Platz für ein weiteres Gefälle war. Zurück im Garten fing ich direkt an, den Graben wieder mit Erde aufzuschütten. Die Erde habe ich dann über mindestens eine Woche feucht gehalten, um einen Austrocknen des Betons während der Aushärtung zu verhindern. Das hätte andernfalls die Festigkeit und Stabilität vermindert.